Hallo zusammen, heute geht es um ein Kühlsystem, die Funktion eines Kühlsystems, ein Kompressor und zwar zwei Temperaturzonen. Ob das jetzt so eine Box ist, wo ich hier zum Beispiel einen Tiefkühler habe und hier Kühlschrank oder umgekehrt. Oder ich habe hier einen Weinkühlschrank, der unten plus 16 Grad hat für einen Rotwein und oben Kühlschranktemperatur plus 8 Grad für einen Weißwein, beispielsweise. Und das Geheimnis sind solche Dreiweg-Umschaltventile. Das System beim Kühlschrank, das einfache Kühlsystem, ich habe einen Kompressor mit einem Messanschluss, wo ich füllen kann, und einen Eingang und einen Ausgang. Und hier gehe ich dann zum Beispiel über einen Wärmetauscher mit Lamellen und einem Lüfter. Und dann gehe ich hier hoch, aus dem Lüfter raus, gehe durch einen Filtertrockner. Und beim normalen Kühlschrank gehe ich dann hier in ein Kühlelement, ich zeichne das pauschal als Minus und gehe hier wieder runter. Und hier habe ich dann das Kapillarrohr, das heißt das Drosselorgan vom Kühlsystem. Das heißt, das Kältemittel wird hier im ganzen Kühlsystem natürlich im Kompressor verdichtet. Wir haben dann hier einen höheren Druck. Weil wir einen höheren Druck haben, wird das Kältemittel hier zusammengedrückt. Die Wärme muss abgegeben werden. Das heißt, ich habe den Ventilator. Das würden wir mal Kreuz machen eigentlich. Das Kältemittel verflüssigt sich. Es geht hier durch den Filtertrockner, wenn irgendwie eine so Verschmutzung da ist, hier hoch ins Kapillarrohr. Hier habe ich eine Entspannung von Kältemittel. Das geht hier runter ins Kühlelement. Hier wird Kälte, Wärme aufgenommen, durch das wird es kalt, obwohl der Begriff kalt nicht ganz richtig ist, und wieder zurück. Wenn wir jetzt solch ein Ventil hier drin haben, habe ich hier ein Ventil, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich zwei Ventile mit einem Spule. Das sieht dann so aus, ich habe hier zwei Ventile und die Spule und hier habe ich einen Abgang und hier habe ich dann das zweite Kühlelement. Kapillarrohr, das dünne Element, und hier gehe ich dann auch wieder zurück in den Kompressor. Und das ist auch ein Kühlelement, das wird hier kalt. Das ist die eine Möglichkeit, die ich habe, um diese zu steuern. Oder ich nehme solch ein Mischventil. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich beim einen permanent Dauerdurchgang oder ich habe hier einen Zylinder, der hat hier einen Abgang und hier einen Abgang. Also das geht raus. Geht raus und hier habe ich den Eingang, also hier kommt das Kältemittel rein und durch eine Spule kann ich hier den Riegel schieben. Das heißt, ich habe hier eine Öffnung, dass ich durch ein Magnet kann ich das Teil hin und her schieben. Hier habe ich einen Dauerdurchgang, das heißt, und hier habe ich eine Wand drin. Das heißt, wenn ich hier so bin, mit dem Schieber, da geht das Kältemittel hier durch, hier rüber, hier weg. Schiebe ich diesen Schieber hier rüber, dann habe ich die Situation hier so. Diesen Schieber mit dem Loch drin. Und diesen Schieber, dann geht das, also das wäre dann die Wand hier, das Kältemittel geht hier rein und geht hier oben rüber und hier weg. Und dieser Ausgang ist zu,
Das heißt, ich kann hier nicht weg. Dieser Schieber rutscht hin und her. Und so kann ich das Kältemittel entweder in die Richtung schicken oder in die Richtung schicken. Das kann ich über zwei Möglichkeiten machen. Entweder über ein Magnet, das hin und her pulsiert, oder über einen Antrieb, einen Stellantrieb, der mit Gleichstrom funktioniert. Und dann schiebe ich das hin und her. Identisch sieht das bei dem Ventil hier aus. Hier habe ich einen Aufschnitt. Ich habe hier drin einen Schieber. Und durch das leite ich das Gas in die richtige Leitung. Hier kommt hier rein, geht hier raus, dreht um und geht hier rüber. Das ist ein Vierwegventil. Und hier geht es in die andere Richtung und hier rum. Das brauche ich zum Beispiel bei Wärmepumpen oder Klimaanlagen, das Umschalten von Heizen und Kühlen. Und bei dem hier Ventil schalte ich hier das System um. Dann habe ich logischerweise zwei Temperatursonden bei beiden Geräten, die ich euch vorgestellt habe. Das heißt, wenn ich hier Kälte brauche, schicke ich es in die Richtung. Wenn ich hier Kälte brauche, schicke ich es in die Richtung. Und so habe ich eine Regulierung vom Kühlsystem. Durch das kann ich bei diesem Weinkühlschrank oder bei unserer Kühlbox kann ich die Temperaturen separat regulieren. Also ich kann hier zum Beispiel einstellen minus 18 Grad und hier plus 5 oder hier plus 10 für den Rotwein und hier Kühlschranktemperatur. Oder ich kann beide als Tiefkühler laufen lassen. Dann wird es aber ein bisschen eng mit der Kühlmaschine, weil ausgelegt ist das Ding kühlen, tiefkühlen und nicht beides tiefkühlen. Ja, hier verlinke ich euch das Video über diese Kühlbox. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.